Kleinwurst wird so definiert, wenn ein Kind bezüglich Körpergröße unter der dritten Perzentile einer Wachstumskurve liegt. Was heißt das? Sie sehen, hier haben wir die Normalentwicklung bezüglich Wachstum der Knaben in der Schweiz. Das ist die Zürcher Longitudinalstudie. Wenn ein Kind unter dieser dritten Perzentile liegt, das heißt 3% der normalen Knaben bezüglich Alter liegen darunter, aber so ist die Definition, dann ist ein Kind kleinwüchsig. Die Hauptursache des Kleinwuchses ist der familiäre Kleinwuchs. Sind die Eltern zu klein, werden die Kinder auch klein bleiben. Hat man aber einen Kleinwuchs, der nicht in die Familie passt, dann muss dieser Kleinwuchs seriös durch einen Spezialisten abgeklärt werden. Ein gestörtes Wachstum kann man so finden: zuerst einmal die Kinder messen, den Verlauf beurteilen, seriös die Knochenentwicklung beurteilen und schauen, wie ist die Wachstumsgeschwindigkeit Zentimeter pro Jahr. Das ist das beste Maß, um ein gestörtes Wachstum zu diagnostizieren. Die Therapieform der Wachstumsstörung hängt natürlich von der Krankheit ab, von der Ursache. Ist ein Kind einfach familiär zu klein oder konstitutionell verzögert zu klein? Nichts. Zuwarten. Ist die Ursache des Wachstums, der Wachstumsstörung ein Hormondefekt, eine Hormonstörung, sicher Ersatz des fehlenden Hormons? Dann gibt es heute Syndrome, wie zum Beispiel das Turner-Syndrom, das heute mit Wachstumshormon therapiert werden kann. Bei diesen Syndromen liegt dann hauptsächlich eine Störung der Wachstumshormonwirkung vor. Was heißt das? Das Wachstumshormon ist zwar genügend vorhanden, aber es wirkt nicht. Es gibt eine Störung an der Wirkung. Deshalb kann man diese dann auch mit einem Wachstumshormon zum Beispiel behandeln. Jede Therapie, die man macht, die auch wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Und ich glaube, für uns Spezialisten ist es einfach äußerst wichtig, die Nebenwirkung so klein wie möglich zu halten. Je nachdem, welche Therapie dann notwendig wird, je nach Krankheit, wird es andere Nebenwirkungen haben, die es dann ganz wichtigerweise und speziell mit den Eltern, den Kindern zu diskutieren gilt. Wie lange die Therapie fortgesetzt werden muss, ist einfach zu beantworten. Fehlt ein Hormon, das lebenslang gegeben werden muss, dann ist es klar, dann ist es eine lebenslängliche Therapie. Ist es ein Defekt, der nur das Wachstumshormon betrifft oder nicht einen richtigen Wachstumshormonmangel darstellt, dann werden die Kinder so lange therapiert, bis das Wachstum abgeschlossen ist.